Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 4. Der Außenposten wird in Kürze uns gehören, das sage ich jetzt schon mal. Naja, der sieht mich einfach schon so gut wie direkt. Wir wandern erstmal hier hinten rüber und take dann erstmal den ersten. Ah, die ist violett, noch nicht blau. Oder zählt das? Nee. So, ist ja doof. Will ich aber nicht haben. So, da hinten noch, sind noch die anderen beiden. Oh, da war ja was. Da war ein Geräusch. Da gehe ich, glaube ich, mal gucken. Auch wenn ich dann dabei sterben werde, aber ist egal. Ich gehe trotzdem mal gucken, weil wenn dann ein Stein gegen so eine Wand fliegt, ist natürlich ein wichtiger Grund, um meinen Posten zu verlassen. Gerade in einem Gebiet, wo 50.000 Tiere sind, aber es ist ja egal. Alter. Er ist so, Alter. Geh mal zum Ohrenarzt. Stinkstiefel. Ich sollte mal zum Ohrenarzt, tot. Also ich glaube, du brauchst keinen Ohrenarzt mehr. Aber vielleicht bräuchtest du jetzt, ich weiß nicht, so eine Leichenbestattung wäre nicht schlecht, wa? Witzig, wie sie auch einfach die ganze Zeit weiter marschieren, und wenn sie halt keine Leichen sehen, ist es ihnen egal. Ach, die haben alle ihren Posten verlassen. Ah, oh, passiert. Who cares? Wir den locken wir wieder hier hinten hin, das war irgendwie einfach. Also hier gegen. Da bellt gerade irgendein Hund bei mir. Das finde ich öde. Den gehen wir halt einfach hin und töten den so. Ja, ich würde dich mitziehen. Dann halt nicht, dann trage ich dich halt weg. Und diese extra Wünsche von den Leuten hier. Das waren aber insgesamt 7 Personen, also mit Dicky zusammen, ne? Das heißt, haben wir 2 weg. Bleiben noch 5 über. Geil. Okay, dreh dich um. Der steht da ziemlich ungünstig. Geht doch. Oh, da ist der Letzte. Ist doch der Letzte, ja, er ist der Letzte. So. Der Scharfschütze hier, den will ich mich erstmal weghaben, weil sonst tut er sich noch den Tiger, den Tiger, ich sagte, ich meine den Stehleoparden raus. Und das ist dann halt ziemlich nervig, wenn der dann mitkämpft. Das ist, nee, das lassen wir lieber mal sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir die restlichen wegmachen. Wobei der sich eigentlich ziemlich geil positioniert und einfach hier rüberläuft, das finde ich praktisch. Was hat er gehört? Dann gehen wir hin und gucken. Ich glaube, da ist was Wichtiges gewesen. Solltest du dringend drauf aufpassen, nicht, dass jemand in deinem Gebiet jemand... Also das... Nee, das kannst du nicht machen. Ich bin... Hallo, du... Das, nee, also... Toll, jetzt bist du gestorben. Weißt du, Posten verlassen, dabei gestorben. Ja, das gibt Ärger vom Vorgesetzten. Das gibt Ärger. Es ist so eine Unverschämtheit. Geht einfach vom Posten weg. Weißt du, hinten sammeln sich einfach die Leichen an. Wie machen wir den weg? Das hört er nicht, ne? Nee.
leuchtet er auch nicht, ne? Nee. Scheiße. Hat er das gehört? Ja, das hat er gehört. Den locken wir so nochmal weg. Geht einmal zum Stein. Wo kommt das her? Dann kann ich mich hingehen. Ich habe Galen. Du hast... Ach, fuck. Wieso hat er mich gesehen? Hä? Also ich meine, ich verstehe nicht, warum er mich gesehen hat. Nee. Macht für mich gerade keinen Sinn. Vielleicht habe ich auch den falschen Ansatz jetzt gehabt. Keine Ahnung. Ich kann den ja schon mal weglocken. Wobei, was mal ganz kurz ausrechnen. 250 Punkte gibt der eine. Das heißt, wir brauchen nur noch den 350 theoretischerweise. Die geteilt durch, wenn wir... 60. Es dürfte theoretisch also funktionieren, wenn wir den Dicken weg headshotten und alle anderen einfach nur mal mit einem einzelnen Takedown machen. Das dürfte reichen. Wir machen das Ganze aber so. Dann ist es zu 100% safe. Was habe ich jetzt... Das war jetzt ein bisschen ärgerlich, wa? Ich hätte ihn einfach headshotten können. Das wäre einfacher gewesen. Hey, Buddy. Wie viel Staub du verursachst? Ich zieh dich doch nur, übertreib. Scheiße, maßlos übertrieben einfach. Knie nieder. Ja. Ich geh mal gucken, was da gerade gescheppert hat. Krieg denn zwar ein Messer in den Rücken, aber das ist mir egal. Ah ja, And he's gone. Ich werfe ihn auch mal ganz kurz hier weg, wie so ein Müllhaufen einfach. Nicht runterfallen, ich muss dich so mitnehmen. Danke. Was war auch jetzt ein gutes Timing, oder? Hat er das gehört? Ich hoffe. Wäre witzig, wenn er das gehört hätte. Na, es reicht. Lol. Das hat nicht funktioniert, so wie gerade eben. Da war er zu hoch für. Okay, das war jetzt einfach typisch, einfach in den reingelaufen. Wow. Wow. Ich mache es jetzt einfach ganz einfach. Ich will zwei, drei Leute einfach so weglocken und dann einfach töten. Den Rest bringe ich einfach um. Also einfach mit Pfeil und Bogen oder so. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie nochmal so ein langen Ewigkeitsding zu machen. So. Tschüss, Nummer Uno. Wieder 3000 Kyra-Dollar oder was auch immer das sein soll. Ich weiß gar nicht, was sind das überhaupt für Währungen hier? Ich hab's vergessen. War das nicht Kyrati-Dollar oder so? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Was hat er gehört? Definitiv hat er das gehört. Boah, da
geht darum. Oh Mann, Junge. Machst du nicht so kompliziert, ey. Jetzt liegst du immer schon mal direkt schon schön so im Bereich, wo ich dich immer liegen lassen kann. Geil, das sehen die noch nicht mal. So, dich bringen wir mal hier hinten um die Ecke. Ich bring dich um die Ecke, verstanden? Witzig. Nein. So. Das funktioniert jetzt aber. Also. Oh oh. Ah, scheiße. Ja, und das hat jetzt nicht funktioniert, weil er dann Feuer gekriegt hat. Alter, ich raste aus! Mach das nicht schon wieder so ein Lager, wo ich dann 50 Jahre brauche. Nee, aber ich keinen Bock drauf. Das ist der letzte Versuch. Wenn ich das nicht hinkriege, habe ich echt keine Lust mehr. Also anspruchsvoll, okay, aber das ist doch scheiße, wenn das dann immer wegen so minimalen Kackfehler. Meine Güte. Piep. Ja, den locken wir jetzt nochmal hier hin. Boah, kann ich nicht wieder so Wegpunkte machen, dass ich einfach sage, boah, ich will da wieder anfangen. Weil die ersten 5 Gegner sind doch sowieso immer die gleichen. Das ist so langweilig, die dann zu töten. Ach ja. Beschleunigen wir das Ganze ein bisschen, wenn wir ein bisschen sprinten. Ja, du sollst ihn nochmal in die Eier treten. Ja, tritt ihn nochmal in die Eier. Das ist auch noch nicht ganz ausgereift, dass er den direkt hochhebt, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen öde. Nur Seitenwaffen. Hallo, Bogen ist eine Seitenwaffe. Wobei, wir werfen dich einfach nochmal hier hin. Ach, der kommt sowieso hier vorbei, dann können wir ihn einfach so wegmorschen. Was soll's. Passt ja. Auch Geschichte. Jetzt geht der weg vom Käfig und hört auf, den zu ärgern. Währenddessen tragen wir den weg. So. Tschüss. Und jetzt würde ich gerne hier einen Speicherpunkt machen. So, wie machen wir es jetzt am besten? Was habe ich eigentlich hier für einen Umweg gemacht, Alter? Ich könnte eigentlich hier den Tekton von oben machen, ganz easy. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, wer, der sieht mich jetzt, ne? Der hat mich entdeckt. Das zählt als entdeckt. Ich raste aus. Alter, ich... Da stand doch sogar noch der Schriftzug und genau als ich auf den Boden aufgekommen bin, als ich schon runtergesprungen bin, da sagte er mir, nee, es zählt doch nicht mehr. Boah, ich schieße mich einfach weg, ey, meine Fresse. Ganz kurz ausrechnen, 600 Punkte. Minus 250. Minus 180 für die 3 Takedowns, dann sind 170. 170. Ich glaube, das reicht aber nicht zu töten. So eine Scheiße. Ey, wie schlecht war das denn jetzt bitte? Die Schrift steht da. Ich springe auf ihn. Ah, das, dann zählt es plötzlich nicht mehr.
Geht doch. Also der hier ist so 0,0 Problem. Der ist aber so langweilig mittlerweile, der Gegner hier. Die ziehen wir hoch und tragen dich weg. Was eigentlich ist vom Prinzip her einfach. Ich stelle mich einfach nur blöd an. Daran liegt das. Also das Lager ist echt... Also im Gegensatz zu dem letzten Lager, was wir da hatten, das war ja wirklich... Oh mein Gott. Wenn du da nicht exakt den richtigen Weg einschlägst, du hast verkackt. Das war dann schon eine sehr hohe Nummer. Ja, dann geh nur nachgucken, was das war. Währenddessen gehe ich dann hin und töte dich dann. Ist ein Deal, oder? Alter, da kriegst du halb das Kotzen. Übertreib nicht, Bruder. Hä, was? Wie sollte er mich jetzt, was? Scheiße. Okay, das war jetzt unerwartet. Wie sollte sich plötzlich, ja, so. Hi, Kollege, ich sehe dich einfach mal. Warum, das, ja, kann ich nicht erklären. Ach, leg mal einen Zahn zu, Kollege. Du bist mir zu lahmarschig. So. Das war Nummer Uno. Das ist Nummer Zwei. Kannst mal einen Zahn zulegen, Alter. Ha! Oh! Samenio! Der war ja was! Ich geh mal lieber gucken, bevor ich Anschluss kriege von der Schäfe, Paganine und dann erstochen werde, so wie Kollege bei so wie bei Bus und so. Ja, lass ihn ruhig da liegen. Ich drück zwar S, aber... Aber ist gut. Jetzt war ich schon wieder eine ganze Folge für diesen Kack-Außenposten. Nee, das ist mir schon wieder zu lang, ey. Ups. Wobei, da geht nur der eine gucken. Das ist doch vorteilhaft. Das hat gezählt, oder? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wieso funktioniert der Takedown von oben dann nicht? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Das ist ja wohl wirklich Bullshit. Das verstehe ich nicht. Das ist mir, ehrlich gesagt, ziemlich unerklärlich. Ach ja, komm, geh mich auf den Sack mit deinem scheiß Entdeckungskreis da. Aha, aha. Ich mache lieber Neuschöpfe, weil das Ziel wahrscheinlich jetzt entdeckt. Weil ich zu lange gebraucht habe. Sicher ist sicher. Hm. Ich muss sagen, die Außenposten werden mittlerweile wirklich hart, aber... Das ist eigentlich echt so schwer. Bis jetzt habe ich, muss ich mal sagen, es ist einfach nur enttäuschend gewesen, dass das, wenn das sogar angezeigt wird, da taggt und von oben, dass das nicht funktioniert. Das finde ich jetzt schon ziemlich öde. Boah, leg einen Zahn zu, Alter. So, um dich haben wir uns gekümmert. Den
Die machen wir auch mal ganz kurz weg. Hoppala. Ich glaube, der ist draufgegangen. Ups. So, weg mit dir. Und hallo, Scharfschütze. Der Dicke muss sich umdrehen. Komm schon, Dicky, dreh dich um. Thank you. Und den tragen wir natürlich direkt weg. Ich habe drei Helikopter. Hab überall im Körper Platten und Schrauben. Ich werde nie wieder enttäuscht. Interesting life story, buddy. Interesting life story. Boah, ganz ehrlich. Stellen die weitere Türme ein und gehen für sie an. So wie die ja stehen. Es ist doch eigentlich egal, wir können ihn einfach wegmachen. Oh. Das ist so einfach, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich muss Acht geben. Sie können von jeder Richtung aus attackieren. Das Ding hat gerade irgendwie aufgeblinkt, so habt nur ich das gesehen. Oder kommt gucken. Alter. Boah, meine Fresse, wie er die ganze Zeit die Leiche messert. Wie hier liegen Gefallene. Das sieht der. Das gefällt mir nicht. Oh, das sollte ich mir vielleicht merken, dass ich den da nicht lasse. Fünfhundert! Scheiße. Ja, vielleicht reicht's ja, weil es 500 Punkte gab. Das ist schon einiges. Also ich hätte jetzt mit 250 gerechnet. Aber vielleicht reicht's ja, dann hätten wir aber 250 Punkte weniger. Nee, ich glaube, es reicht nicht. Weil wir entdeckt wurden. Ja, 70 Punkte fehlen uns. Dämliches Entdecken. Aber wir haben jetzt eine sehr gute Taktik herausgefunden und jetzt machen wir es natürlich easy, easy going. Weil immer so eine ganze Folge für so einen Außenposten dort ist. Bei 17 Außenposten sind das, glaube ich, gewesen. Der eine hat etwas länger gedauert, so 20 Folgen nur an Außenpostenmeister. Nicht schlecht. Zum schon sagen, das ist schon gar nicht mehr so wenig. Na komm, beweg den Arsch. Ich finde es immer witzig, wenn man so eine Taktik raus hat, ist das eigentlich schon um 80% einfacher. Aber da war es der Schneelupfer, den ich die ganze Zeit gehört habe. Oh. Ja, da schießt er sehr gut. Ah, er hat mich wahrscheinlich verhört, also... Monekode! Hat er gerade fuck you gesagt? Hey, du Mongo. Beleidige mich nicht. Da ich jetzt aber sehr gut, der Meinung bin, dass wir es jetzt schaffen, werde ich gleich noch ordentlich verstecken, weil das war nämlich gerade unser quasi Tod. Sollte nicht schon mal vorkommen. So, da geht jetzt gucken. Wir gehen hin und hauen denen das Messer in den Rücken. Dann holt er erstmal so ein Stückchen rum. Eine Prepaid-Karte. Geil. So, die Dicke geht gerade weg, das heißt, wir haben jetzt Zeit, den wegzumorcheln. Leute. Habt ihr gerade gesehen, wie ich da so rumgebackt bin? The fuck? Strange. Es wird Nacht. Geil.
Außenposten alleine zu greifen ist tödlich. Was? Ne, den müssen wir leider nochmal aufheben. Kann sich nicht vernünftig in die hinten in die Ecke legen. Da, wegwerfen. Weg mit dem Müll. Jetzt hört er nicht. Aber ist ja egal, wir können ja hinten den Einzelnen mal kurz wegmachen. Oh. Das ist ja praktisch. Das ist ein ungünstiges Timing, Kollege. Aber dürfte vom Winkel her genauso wie jetzt perfekt. Ich nehme trotzdem mal auf und werfe dich nochmal so einen kleinen Meter nach vorne. Ist ja eigentlich nicht so schwer, ne? Hast du das gehört, dass wenn er mich da weggeht, ist nämlich ein ziemlich geiles Timing, dann können wir einfach hingehen und sagen, den morchen wir jetzt einfach so ab. Hier krieg ich da hin und dann, ja, krieg ich da Messer im Rücken. Mach mal nicht so langsam, bevor der Dick wieder da ist, würde ich das gerne schaffen. Danke. So. Und schon sind wir ein Stückchen weiter als gerade eben. Den machen wir von hinten. Ich dachte mir, scheiß drauf, die 10 Punkte werden es jetzt wahrscheinlich nicht ausmachen. Ich meine, wenn der 500 Punkte gibt, das ist ja dann schon mehr als ausreichend. Na, guck mal einer an. Sind wir sogar 250 drüber. Ach so, und jetzt hätten wir uns theoretischerweise entdecken lassen hätten können. Es ist doch ein Scherz. Aber interessant. Wobei ich sagen muss, der hat jetzt schon wieder mehr Spaß gemacht, auch wenn er schon wieder lange gedauert hat. Aber trotzdem, der hat Spaß gemacht. Bin begeistert. Dann danke schön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.